Ja, Jungs und Mädels hinter der Kamera, ihr wisst ja immer, wenn ich hier sitze, dann ist Felge der Woche Zeit. Oder ich erkläre irgendwas. Oder ich zeige irgendwas. Also eigentlich sitze ich immer hier, ne? Fast immer. Fast immer. Phil, ich brauche mehr Einsatz von dir. Naja, aber das ist irgendwie witzig, wenn du so... Wenn ich so hier sitze, ja? Nee, wenn du immer so sagst, so na das und das und dann sagt keiner was. Und dann denkst du so, scheiße. Es redet keiner mit mir. Nein, ich weiß ja, dass die Leute hinter der Kamera am Fernseher sitzen und dann mit mir reden. Okay, ja. Ja. Genau, Jens, das ist richtig, was du gerade erzählst. Ne? Kennst du diesen einen TikToker, der das immer so, der die TikToks immer von den anderen nachmacht und tut so, als wenn er ein Zuschauer ist? Nee, ich mag TikTok nicht. Oder macht das auf Insta? Ich glaube, auf TikTok macht er das. Kenne ich auf jeden Fall. Der hat, glaube ich, jetzt auch sogar eine Fernsehwerbung jetzt gemacht. Da haben die den gebucht für irgendeine Versicherung oder sowas, weiß ich gar nicht. Der ist aber lustig, der Typ. Ist kein TikToker, ich glaube, ist Komiker, der hat, glaube ich, ein Komikprogramm oder so. Ah. Egal. Ihr wisst, wen ich meine, denn ihr seid up to date. Ihr seid nicht so hinten wie Phil. Ne? Ja. Genau. So, Felge der Woche. Welche nehmen wir heute? Wir wagen heute, nachdem die Ultraligera ja so reingehauen hat von den Punkten, haben wir heute mal was Schönes hier. Also die Ultraligera ist auch schön, aber wir haben heute mal die drei Buchstaben hier am Start. Ich schreibe das schon mal auf. Und zwar die BBS, jetzt wollte ich EHR schreiben, CHR 2. Anne versucht gerade im Hintergrund ganz leise reinzukommen, ohne dass das einer mitkriegt. Also BBS CHR 2. Die hier. Seht ihr sie? Das ist eine 21 Zoll. Und die Felge hier hat einen Custom Finish. Ich habe leider keine andere hier gehabt, deswegen müssen wir die nehmen. Die haben wir nämlich für einen Kunden komplett umgebaut. Wir gehen jetzt mal die einzelnen Punkte durch. Also wir reden aber nicht über die Felge, ich wollte nur zeigen, wie das Design aussieht. Kommt ihr hinterher, was ich damit meine? Phil lacht nicht mal. Doch, ich lache doch. Ja? Ja, ich grinse, ich schmunze. Ich dachte, jetzt kommt so der Satz, so ja, Phil blendet ja mal wieder ein paar Sachen ein. Wir machen das im Finish nachher, dann erzähle ich das. Ich wollte es nämlich vorausnehmen. Punkt 1, Größe. Die CHR 2 gibt es in 8,5x20 bis, warte, ich habe es aufgeschrieben, 8,5x20 bis 11,5x20, dann 9x21 bis 11,5x21, 9,5x22 bis 11,5x22 in alle möglichen Lochkreise, alle möglichen Einpresstiefen, ist eher ein Rad für große Fahrzeuge, für aktuelle Fahrzeuge, für SUVs. In der Technik kommen wir nachher auch nochmal auf die Traglast und Gewicht der Felge, habe ich auch alles. Aber größentechnisch 20 bis 22 Zoll ist okay, ist jetzt auch kein Burner, weil ich habe einige Kunden, die auch mal wegen 19 fragen. Ich kann verstehen, dass 18 vielleicht nicht umsetzbar wäre, weil die Felge dann zu gedrungen wirkt, aber eine 19 Zoll Variante wäre schon cool. Würde ich gut finden. Was geben wir da? Ich würde sagen 3 Punkte. Gutes Mittelmaß, ja. Eigentlich eher 2, weil es echt nur 20, 21 und 22, aber dass die in verschiedenen Breiten gibt und dass es ein Mehrteiler ist, hat es die 3 Punkte verdient. Helmut, bist du jetzt fertig hier mit? Ja, er macht Alarm jetzt hier, ne? Helmut, jetzt machst du wieder nichts, ne? Wenn man nicht filmt. So, 3 Punkte in Größe. Finish. Die Felge gibt es in 3 verschiedenen Varianten. Einmal Sternmattschwarz und die Röhre in Platinumsilber. Platinum, Silber, Platinum, nee, nur Platinum heißt die Farbe. Die Röhre in Platinum. Dann einmal das Ganze gedreht, der Stern in Platinum und die Röhre in Mattschwarz. Und dann gibt es eine Bronze Edition. Da ist der Stern Bronze und der Rand ist mattschwarz. Außerdem hat die Felge bei den ersten beiden Varianten einen Edelstahl-Anfahrschutz drauf. Da komme ich aber nachher nochmal in der Technik genau drauf zu sprechen. Und in Bronze hat sie einen schwarzen Anfahrschutz drauf. Dann in Bronze schwarze Schrauben und in den anderen beiden Farben Titan. Also es sind immer Titanschrauben, aber in Silber in Titan quasi. Ne? Also es gibt, und man kann die Ringe in verschiedenen Farben austauschen. Das heißt, wenn euch der Edelstahlring nicht gefällt, könntet ihr Bronze, glaube ich, Rot gibt es gibt Schwarz und es gibt Edelstahl.
Ne? Ist aber natürlich mit Aufpreis verbunden, wenn ihr da eine andere Farbe machen wollt. Aber finish-technisch kann man schon so ein bisschen variieren. Embleme gibt es auch in verschiedenen Farben. Das Einzige, was es nicht gibt, sind die Schrauben. Ne? Also bei uns im Onlineshop bekommt ihr die Schrauben in verschiedenen Farben, aber nicht original vom BBS. Und wir haben ja nur gesagt, wir bewerten die Räder so, wie es sie original vom Hersteller gibt und nicht, was man noch an Zubehör bei anderen coolen Leuten kaufen kann. Deswegen Finish, drei verschiedene Farben, die man natürlich auch so ein bisschen variieren kann. Verschiedene Edelstahl-Anfahrschutzringe, ja, würde ich auch 3 Punkte geben. Ne? Besonders, weil Bronze, dieses Jahr auf der XSK Night in Berlin hatten wir alle 3 Farben da. Und die Leute haben nach der bronzefarbenen so gegeiert, also war die zweitmeist angefummelte Felge auf der Car Night. Bronze ist auch richtig geil. Preis. Ja, zweiteilige Felge, made in Germany, BBS, 20 Zoll, 948 Euro, 21 Zoll, 1043 Euro, 22 Zoll, 1159 Euro. Bronze kostet eigentlich pro Felge 139 Euro Aufpreis. Aktuell hat aber BBS eine Aktion, dass man bis zu 550 Euro wiederbekommt, wenn man einen Satz in Bronze bestellt. Deswegen ist das schwierig. Es zählt ja nur bis 15.05. Preis. Aktuell ein Ticken günstiger. Ansonsten ist das schon eine Ansage. Ne? Also 4.000 Euro für einen Radsatz plus das Aufpreis. Ist Zweiteiler, aber ist trotzdem viel Geld. Ne? Ja, also, auch wenn es sich jetzt so anhört, aber ist ein Punkt. Ist echt viel Asche. Und wir wollten das ja auch so machen, dass quasi auch günstige Räder die Chance haben, im Ranking hochzukommen. Und 4.000 Euro, sicherlich steckt da geile Technik drin, was man mit den günstigen Rädern nicht vergleichen kann. Aber dafür punktet die Felge ja dann nachher wahrscheinlich in der Technik mehr, wo die günstigen Räder abkacken. Ne? Also so sehe ich das. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Ne? Also, Preis ein Punkt. Ja, 4.000 Euro ist eine Ansage. Und dann noch ein Satz Reifen dazu, dann sind 5.000 Euro weg. Ist natürlich Design, Technik nachher, ist natürlich eine Ansage, was das Rad so macht, kommen wir nachher zu. So, klassisch zeitlos, Punkt 4. Zweiteiliges Felgendesign macht BBS sehr viel, kommt immer gut an, ist im Endeffekt abgewandelt von den BBS RX2, da haben die das auch schon gemacht mit den Röhren, mit den Verschraubungen, mit den Titanschrauben und sowas alles. Ist schlau vom BBS das so zu machen, weil lief damals schon gut und funktioniert hier auch sehr gut. Ich sehe das Auto aber nicht auf einem richtigen Youngtimer. Ich kann mir aber vorstellen, wenn die Autos, die jetzt so ein alter Touareg oder sowas, der ist ja noch kein Youngtimer, aber ein Touareg, sieht das Rad definitiv krass drauf aus, dass der irgendwann zum Klassiker wird oder dass die Felge irgendwann zum Klassiker wird, weil es die passenden Autos dann dazu gibt. Deswegen würde ich zeitlos Klassiker, würde ich auf jeden Fall 3 Punkte geben. Machen wir 3. So, jetzt kommen wir zum Thema Technik, wo BBS natürlich einmal die Hose aufmacht und ihn drauflegt, ne? Weil das ist wirklich eine Ansage, was die Jungs da machen. Also, zweiteiliges Felgendesign, eine Röhre quasi, können wir nochmal zeigen, Felgenröhre, da wird der Stern reingeschraubt, ist eine Flowforming-Röhre. Flowforming habe ich euch in den ganzen anderen Videos schon 1000 Mal erklärt. Wisst ihr, was es ist? Extrem hohe Festigkeit, dadurch leichter die Felge. Ich habe mal reingeguckt, die 9x20 ET42 5x120, quasi das Rad für den T5 T6, hat eine Traglast von 965 Kilo, was wirklich geil ist. So, zweiteiliges Felgendesign, also echte Zweiteiler, Titanschrauben, ne, die kosten auch ordentlich was, sind aber schön leicht, also technikgeil verbaut. Dann Unterfräsung, damit die Felge leichter wird. Und zwar ist hier drinne, haben die Felge nochmal ausgefräst. Sieht optisch erstmal geil aus und hat auch die Funktion, dass die Felge leichter wird. Jetzt ist das natürlich keine Rennsportfelge à la Ultraligera oder BBS FIR. Ich habe mal rausgesucht, die 8,5x20, das ist die leichteste Felge, die liegt bei 15,9 Kilo. Ne? Ist schon eine Ansage, also ist ein bisschen was. Ne? Ich würde sagen, OZ hatten wir beim letzten Mal, wo liegt die Ultraligera? Liegt die unter 10 in 20 oder knapp um 10, 10, 11 Kilo würde ich jetzt schätzen. Müsst ihr euch mal das Video angucken, da erzählen wir das. Trotzdem, Technik steckt hier geiler Scheiß drin, ne? Die Ausfräsung, dann der Edelstahl-Anfahrschutz. Ich habe mal einen geholt, oder ich hole den mal schnell. Gehört für mich auf jeden Fall zur Technik dazu.
hat man so einen Edelstahlring. Hier ist so ein Klebeband, 3M-Klebeband dran und hier ist so eine kleine Nut drin. Und diese Nut findet man hier quasi an der Felge wieder. Bedeutet, wird abgezogen, draufgeklebt, einmal so ein bisschen reingeklickt, dann ist hier so ein Edelstahl oder ist ein Anfahrschutzring drauf. Hier ist jetzt natürlich eine Schutzfolie drauf, damit er nicht zerkratzt. Ziehen wir ab, darunter ist der dann in den verschiedenen Farben, die ich vorhin genannt habe. Das Coole dabei ist, man fährt aus Versehen gegen Bordstein, gibt ja 1000 Möglichkeiten, dann kriegt immer der Ring einen ab und die Felge bleibt heil. Man kann dann quasi den alten Ring abziehen, könnt ihr auch selber machen, müsst ihr nicht mal einen Reifenservice für kommen, sondern kann wirklich jeder selber machen. Den alten Ring abziehen, den neuen draufkleben, die Felge sieht wieder geil aus. Also ist wirklich technisch, ist das Ding eine Ansage. Ich überlege gerade noch, ob da noch was dabei ist. So Standardsachen wie warm ausgelagert und sowas, aber das ist, machen halt viele Felgenhersteller. Ne? Das ist schon jetzt nicht mehr so was Besonderes, ich sag mal in dem Preissegment. Ich überlege gerade, Embleme kann man tauschen, gehört aber auch nicht zur Technik mit dazu. Ja, Flowforming habe ich gesagt, ist eigentlich schon alles mit dabei. Also technisch. Für eine 5 reicht es nicht, bin ich der Meinung, weil da müsste schon irgendwie Schmiedestern oder sowas sein oder irgendwas richtig krasses noch, aber eine richtig fette 4 auf jeden Fall in der Technik. So, Designkreativität. Y-Speichendesign ist BBS, also für mich ist es immer BBS und es ist, glaube ich, auch schwierig, das Y-Speichendesign neu zu erfinden. Ich finde, dass sie es hier ganz geil gemacht haben in der Mehrteileroptik. Es gibt auch übrigens auch verschiedene Konkavitäten, habe ich auch vergessen, passt ja auch dazu. Also es gibt die Felgensterne, die breiten nachher die 11,5er und die anderen, die sind konkaver, die Felgensterne. Ist auch sehr geil gemacht vom Design her. Ich finde das cool mit dem Motorsportschriftzug. Ich finde cool, dass es verschiedene Embleme dafür gibt. Auch, dass das hier so ausgefräst ist. Ich weiß, dass BBS gerade mit BBS Unlimited da noch einiges bringen will, also dass man designtechnisch noch mehr machen kann oder seiner Kreativität noch mehr freien Lauf geben kann, indem man da farblich einiges abändert. Da bin ich gespannt, was da noch kommt, weil ist noch nicht zu 100% alles raus. Ansonsten, coole Idee, ich mag das Design. Haben wir auch wirklich viel verkauft, das Rad, weil das wirklich auf einem T5, T6 geil aussieht, aus irgendwelchen SUVs. Es sieht auf einem, die ist zum Beispiel für einen S8, haben wir auch schon mal ein Video zugedreht, müsst ihr mal in unsere Videoliste gucken, wo die Felge da drauf kommt. Also ich würde Design, Kreativität auf jeden Fall 5 Punkte geben, weil das Rad wirklich geil ist. So, Gutachten. Felge hat hohe Traglasten, passt damit für sehr viele SUVs. Es ist alles abgedeckt, wo es die Felge für gibt. Würde ich 4 Punkte auf jeden Fall geben. Was müsstest du haben, um auf 5 zu gehen, Phil? Was würdest du sagen? Oder ist es 5 Punkte wert in dem Gutachten? Ist schwierig zu sagen. Weil es gibt sie für einen Tesla, für einige Tesla finde ich auch geil. Ja. Ne? Also an so einem Model S und Model 3 sieht das Rad auf jeden Fall auch fett aus. Ich finde halt, es hat übelst sportliches Design. Das ist so eine Mischung aus sportlich und trotzdem massiv und also das haben die schon cool gemacht, ne? Gab ja auch deswegen 5 Punkte im Design. Gutachtentechnisch würde ich ja 4 Punkte geben, ne? Zu 5 würde mir irgendwie noch fehlen, dass da noch ein paar mehr Autos dabei gibt, also dass es die für ja vielleicht in 19 Zoll geben würde und dann auch noch da noch ein paar Autos abdeckt oder sowas, ne? Eigentlich würde ich sagen 4,5 kriegt sie, ne? Aber da wir keine Kommazahlen haben, würde ich 4 geben, ne? Ja. Es gibt Festigkeitsgutachten, Teilegutachten, ABEs, ECE weiß ich jetzt nicht, aber ist halt fett abgedeckt, ne? Gut, 4 Punkte. Habe ich vorhin gesagt, dass du die Farben noch einblenden sollst? Die unterschiedlichen? Hast du nicht gesagt. Aber du hast das bestimmt gemacht, weil du immer auf mich hörst, ne? Ja, ich sehe das ja, wenn du darüber redest, ne? Genau, ich habe die Farben erzählt vorhin, dann kannst du sie ja bestimmt eingeblendet. Genau. Ich habe nämlich das vergessen zu sagen. Ich gucke gerade nochmal auf meinen schlauen Zettel, das habe ich gesagt. Ich habe euch alles erzählt, was ich über dieses wunderschöne Rad weiß. Community-Punkte, seid ihr natürlich dran, schreibt es unten wieder in die Kommentare rein. 1 bis 5 Punkte könnt ihr der Felge geben. Wir ziehen dann den Durchschnitt raus, sobald Paul mit unserer Ranking-Tafel fertig ist, die wir da drüben ranhängen werden. Dann können wir nämlich mal die ganzen Felgen so ein bisschen zeigen, auf welchen Plätzen sie landen. Ja, bin ich gespannt, was ihr der Felge gebt. Weil da kamen schon richtige Kracher-Dinger bei raus. Da haben Felgen von euch fette Punkte gekriegt, wo ich es nicht gedacht habe. Und es haben Felgen, wo ich gedacht habe, jetzt kriegen die richtig fette Punkte, haben nicht viele Punkte gekriegt. Also das fand ich übelst geil. Ja, Meinungen sind verschieden.
Also, ne? Das Krasse ist aber, dass die Meinungen oft bei den Kunden, also sie sind nicht verschieden, sondern wenn eine Felge von der Community wenig Punkte kriegt, dann ist es auch von sehr, sehr vielen wenig Punkte. Und wenn sie viel Punkte kriegt, ist es auch von vielen Leuten, dass die, also da sind Sachen manchmal dabei, wo ich es nicht gedacht hätte, dass so die Punkte verteilt werden. Ne? Finde ich richtig geil, finde ich richtig, richtig geil. Und da bin ich auch gespannt, wie viele Felgen dadurch im Ranking nochmal ihre Position ändern. Ne? Gut, so Phil, zähl einmal zusammen. Ja, gucke ich mal kurz über Kopf, lusche ich einmal rüber. 23? Jupp, sind 23 Punkte. 23 von 35 Punkten ist gar nicht so weit oben mit dabei, ne? Ist sogar ziemlich weit unten irgendwie. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Ja, der Preis rockt halt ganz schön rein, ne? Ist halt so, können wir nichts dran ändern, haben wir gemacht. Ja, ansonsten bin ich auf eure Punkte gespannt und ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao, ciao.